Hallo zusammen und willkommen. Bauchfett sorgt dafür, dass sich einige Menschen weniger attraktiv oder zumindest weniger wohlfühlen. Obwohl lästige Fettpolster oft stören, so ist es manchmal schwer, die nötige Zeit zu finden oder den inneren Schweinehund zu überwinden, um diesen den Kampf anzusagen. In der Theorie ist es jedoch ziemlich einfach, das Bauchfett endlich loszuwerden. Bereits 30 Minuten Training am Tag und ein ansonsten recht aktives und ernährungsbewusstes Leben würde das Fett zum Schmelzen bringen. Die Realität sieht meist jedoch ganz anders aus. Viele Menschen sitzen 8 und mehr Stunden am Tag auf einem Bürostuhl, bewegen sich kaum und fallen zu Hause erschöpft auf die Couch. Im heutigen Video stellen wir dir 5 hilfreiche Übungen vor, für die du außer einem Stuhl nur sehr wenig benötigst. Sie lassen sich überall durchführen, nehmen kaum Zeit in Anspruch und lassen sich daher ideal in den stressigen Alltag integrieren. Los geht's! Nummer 1. Halbe Sit-ups mit Stuhl. Um diese Übung ausführen zu können, solltest du dir ein wenig Platz verschaffen. Achte darauf, dass der Stuhl nicht direkt an einer Tischkante oder neben zerbrechlichen Gegenständen steht. Setze dich dann mit geradem Rücken auf den Stuhl, ohne dich anzulehnen. Es ist sinnvoll, sich derart auf den Stuhl zu setzen, dass die Lehne sich seitlich und nicht hinter dem Rücken befindet. Stütze dich mit deinen Händen seitlich am Stuhl ab und hebe beide Knie gleichzeitig zur Brust. Sie dürfen diese jedoch nicht berühren. Du wirst merken, dass deine Bauchmuskeln sich während des Hebens der Knie stark anspannen. Lasse die Knie danach langsam wieder absinken. Wiederhole diese Übung ungefähr 15 Mal. Anschließend machst du eine kurze Pause. Insgesamt solltest du 4 Sätze mit je 15 Ausführungen der Übung durchführen. Die körperliche Aktivität steigert deinen Energieverbrauch. In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung sorgst du so dafür, dass Fett verbrannt wird. Zusätzlich trainierst du deine Bauchmuskeln. Nummer 2. Crunches mit Stuhl in Rückenlage. Für diese Übung legst du dich in Rückenlage flach auf den Boden. Deine Beine legst du nun angewinkelt auf die Sitzfläche des Stuhls. Du legst sie also im 90-Grad-Winkel auf dem Stuhl ab, während dein Gesäß nahe der Stuhlbeine ist. Lege deine Hände an deinen Kopf. Nun hebst du deinen Oberkörper, ohne deine Beine zu bewegen oder dich anderweitig abzustützen. Schiebe deine Brust durch reine Muskelkraft bis zu deinen Knien. Kehre danach langsam in die Ausgangsposition zurück. Führe insgesamt 3 Sätze mit jeweils 15 Wiederholungen durch. Nummer 3. Dehnung der Bauchmuskeln. Setze dich auf einen Stuhl, ohne dich anzulehnen. Spreize die Beine und strecke sie aus. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist. Nimm nun deine Arme in die Höhe. Achte auch hierbei darauf, dass sie gerade und komplett durchgestreckt sind. Beuge dich nun nach unten, bis deine Hände den Boden zwischen deinen Beinen berühren. Wiederhole die Übung ca. 20 Mal. Pausiere zwischen den einzelnen Ausführungen nicht und bewege dich möglichst schnell. Nummer 4. Liegestütze am Stuhl. Um Bauchfett loszuwerden, musst du nicht zwangsläufig deine Bauchmuskeln trainieren. Beim Liegestütz am Stuhl wird vor allem der Energieverbrauch erhöht, was schlussendlich Funde purzeln lässt. Platziere den Stuhl vor dir. Stütze dich mit den Händen auf der Sitzfläche ab und strecke deinen Körper so aus, dass nur deine Fußspitzen den Boden berühren. Drücke dich nun mit der Kraft deiner Arme nach oben und kehre langsam in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole die Liegestütze am Stuhl mehrfach. Auch hier kannst du 3 bis 4 Sätze mit jeweils 15 Ausführungen der Übung durchführen. Nummer 5. Beine heben. Setze dich aufrecht auf deinen Stuhl. Platziere deine Beine nebeneinander, wobei deine Füße in einem hüftbreiten Abstand zueinander stehen. Ober- und Unterschenkel bilden einen 90-Grad-Winkel. Hebe deine Beine nun einige Zentimeter an und halte sie 10 Sekunden in dieser Position. Kehre danach in die Ausgangsposition zurück. Durch diese simple Übung werden sowohl Bauch als auch Rücken und Beine trainiert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit uns teilst oder einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.